Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich nehme euch heute mit über unser Wochenende und wir fahren nämlich jetzt nach Kroatien. Wir haben 5:30 und ich würde sagen... gebissen worden? Ja. Ja? Ja. Hier drinnen sind die Fotos in 2 Minuten fertig. Mama. Ist nicht Mama. Ist nicht die Mama. Mama. Basta. Basta. Ja, ich mal ich So ihr Lieben, wir sind gerade bei meiner Schwiegermutter. Wir haben so gegen 12 oder so. Wir haben ja einen Reisepass für meinen Mann beantragt und waren noch was trinken mit den Bekannten. Und ja, jetzt sind wir halt bei der Schwiegermama. Sie ist jetzt kurz mit Lea ein bisschen in den Park gegangen, dann werde ich sie ins Bett bringen. Und dann werden wir auch den Reisepass heute abholen und mehr werden wir, glaube ich, euch heute nicht mehr machen. Wir haben noch ein paar Sachen fürs Haus hier besorgt. Und ja, das war es jetzt so eigentlich. Mal gucken, was heute noch so auf uns zukommt. So, Reisepass ist abgeholt. Lea ist bei ihrer Oma. Ihr seht, der Kindersitz ist leer. Und ja, ich warte hier auf meinen Mann, der ist hier kurz in so einen Autofachladen gegangen. Ist so heiß. Wir haben hier übrigens 32 Grad. Und ja, weiß gar nicht, was ich euch noch so zeigen soll. Ich versuche, meinen Mann zu überreden, dass wir morgen irgendwie schwimmen gehen oder so, aber ich muss morgen zum Friseur, dann nehme ich euch natürlich auch mit. Und ein paar Sachen haben wir noch zum Erledigen. Ich muss Schlüssel machen, ich muss... also so Reserveschlüssel müssen wir machen, dann muss ich zu meiner Tante, also wir haben schon noch ein bisschen was vor morgen. Und am Sonntag geht es dann wieder nach Hause. Ihr habt heute Küken gesehen, das habe ich euch kurz auch abgefilmt. Habt ihr die gesehen? Die sind so süß. Schon ein bisschen größere Küken. So, ich schwitze mir hier weiter einen ab und warte auf meinen Mann. Und mal gucken, wann ich mich wieder melde. Ich weiß, es wäre interessiert. Das ist gerade mein Ausblick. Sehr spannend, ne? Seht ihr, wie gut mein Make-up noch sitzt? Also ist eigentlich nichts verrutscht. Das hier ist von der Brille, Sonnenbrille, die hier oben. Ansonsten sitzt wirklich alles blendend, obwohl es mega heiß ist. Und zwar ist das das Nivea Sensitive Aftershave und das Fix Plus. Die zwei in Kombi, da verrutscht nichts, nada, niente. Ist richtig geil. Richtig, richtig gut. Ich gucke ständig ins Bild. In den Bildschirm und in den Display und nicht hier rein. Hier. Ja, ist langweilig, man merkt es. Ja. Ja. Ja.
bisschen spazieren. Es ist so heiß. Am Spielplatz, gell? Nein. Setz dich hin. Mami schaukelt dich an. Mein Kind schaukelt mich. Kinderarbeit. Das will sie selber, gell? Vorsicht, Vorsicht, langsam. Nicht so stark. Guck mal, der Himmel, keine einzige Wolke. Jetzt musst du schon weggehen, wenn es mich anschaukelst. Warte. Also ihr kennt ja meine Haare. Mal gucken, wie es danach aussieht. Wir haben heute Samstag, der zweite Tag. Ja, mein Outfit. Hoi Tom. Hoi. Wie geht dein Meister? So sehen meine Haare jetzt aus. Und Lea badet. Hier drin. Hier. Ui, das Handy ist nass. Es ist so heiß. Es fängt bestimmt gleich an zu regnen. Gerade gebadet und ja, wir hatten heute einen ziemlich lustigen Tag. Wir haben so eine Art Wasserschlacht gemacht draußen im Garten. Aber auch Wasser. Ja, man hat gespielt. Die Oma, Mama, Papa, die Tante von Papa, gell? Haben wir eine Wasserschlacht gemacht. Nee. Sind alle weggelaufen. Mama war ganz nass. Die Mama. Ja, die Mama auch. Und sie ist ganz oft gebissen worden und ich auch. Die ganzen Füße sind voller Mückenstiche. Sie auch. Jetzt hatten wir noch Besuch und jetzt ja, habe ich sie gebadet. Jetzt geht sie schlafen. War halt ganz lustiger Tag, gell? Ja. Ja, morgen geht es dann auch schon wieder zurück nach Hause. Heute habe ich, glaube ich, nicht so viel gefilmt. Also meine Haare, von denen sieht man jetzt nichts mehr. Auch? Auch? Ja, auch. Dass sie gemacht worden sind und meine Haare ganz nass waren, gell? Ja, nass. Mal schauen, ob ich mich nochmal melde heute oder nicht. Wir werden jetzt Deutschland gegen Italien gucken. Bin neugierig. Und du wirst schlafen. Ja, sie ist ganz braun geworden. Eigentlich sieht man das so nicht in der Kamera. Aber Mama. Oh Mama. Oh Mama. Gute Nacht, mein kleiner Schatz. Sturaro. Naravno, fali tu De Rossi. De Rossi se samo jedno vrijeme, tek nekoliko minuta zagrijavao s ostatkom. Prosse. Presto, c'è questo fare prije. The lyric. Opa, opa.
Как стоит платье? Как рекни? Не. Татом. Татом, добр. Бака. Бака се не сваджа. Яя. Не, не. Яя. Ihr Lieben, für uns geht's schon nach Hause. Nach Österreich. Ich suche hier noch mein Parfüm. Heute ist recht kühl hier. Sag mal. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt zurück nach Hause. Ja, wieder noch kurz schnell Auto waschen und dann geht's auch schon wieder los zurück. Wir hatten ein sehr schönes Wochenende und mich haben überall die Dinger gebissen. Also nicht überall, aber hier und hier Mücken. Und Lea ist voller Mückenstich. Und wir haben ein sehr schönes Wochenende gehabt. Wir waren jetzt kurz in so einem Einkaufszentrum, wo eine Cousine von mir arbeitet. Ja. Wird ein bisschen laut. Ich hoffe, es stört euch nicht. Mein Männlein. Wir naschen hier ein paar Gummis. Der Mäuschen schmeckt. Ach ja, sie ist übrigens nicht zugebunden, weil wir draußen waren. Also nicht, dass sie denkt, dass sie so rumfährt. Ne? Und der Papa bindet sie noch zu, gell? Guck mal oben an der Stirn, die Mücke. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich glaube nicht mehr, dass ich hier irgendwas noch filmen werde. Also wir fahren nach Hause und das war es eigentlich. Und ja, hinterlasst mir gerne Feedback da, wie es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ich habe euch alles erzählt. Also falls sich wer fragt, wir waren bei meiner Schwiegermutter hier. Und manchmal sind wir bei meiner Schwiegermama schlafen, manchmal schlafen wir bei uns, also bei meinen Eltern in ihrem Haus. Aber diesmal waren wir mal zusammen. Und ja, Lea hatte ihren Spaß auf jeden Fall. Ja, Deutschland hat gewonnen. Yeah, habt ihr geguckt? Also es hat echt lange gedauert, aber ich habe es auch geschaut. Zwischendurch war ich aber noch duschen, weil es war dann schon ein bisschen, ja, irgendwie kein Ergebnis. Aber naja, das war's, meine Lieben. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ui, macht's gut. Tschüss.